Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Rossmann-Haul für dich. Ja, ne? Es ist einiges geworden, auch wenn ich nur Einweghandschuhe brauchte, aber dann habe ich doch entdeckt, dass in meiner Handyliste, in meinen Notizen noch das ein oder andere offen war. Und das ist doch ganz schön viel geworden und dann gab es so schöne Dinge und dann habe ich zugeschlagen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Apropos was zu essen. Ich hole mir ja auch gerne was zu essen bei Rossmann tatsächlich. Und da habe ich etwas gesehen, was mich sehr angesprochen hat. Ich liebe Flips und das hier sind Quinoa-Flips. Ja, das ist nicht nur eine coole goldene Verpackung von Heimatgut. Auch das ist sehr, sehr ansprechend. Sondern es ist einfach, es sind Flips. Und die kann ich mal kurz aufmachen. Weil da bin ich schon die ganze Zeit super gespannt drauf, wie die schmecken. Die sehen aus wie ganz normale Flips. Also, ja, ein bisschen durchsichtiger, oder? Oder wie meine Mom sagen würde, Würmchen. Sind die jetzt gesünder? Schmecken auf jeden Fall gesünder. Ein bisschen kerniger. Aber schon lecker. Doch, die werde ich heute Abend essen. Oh, die haben so eine leicht bittere Nachgeschmack. Ich weiß nicht. Ich flip aus, steht hier. Geiles Wortspiel. Ich weiß jetzt nicht. Also es ist vegan, glutenfrei. Zutaten natürlicher Herkunft. Bio-Zutaten ohne Konservierungsstoffe, ohne Palmöl und ohne Gentechnik. Das ist sehr charmant. Von der Kalorienzahl haben 100 Gramm 465 Kilokalorien. Ich weiß nicht, was herkömmliche Erdnussflips haben. Das werde ich mal nachschauen und dann sehen wir das mal. Also ja. Wie viel Quinoa? 14,2%. Aber ansonsten ist da auch Mais und Co. mit bei. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall heute Abend mal gegessen. Ne? So schön vom Fernseher snacken kann man machen. Dann habe ich ein bisschen dekorative Kosmetik gesehen. Und zwar von Catrice Sungasm. Ist ja diese neue Reihe. Und das Einzige, was mich davon angesprochen hat, war tatsächlich das Fixing Spray. Summer Glow Make-up Setting Mist. Das ist das hier. Genau, weil ich mag eigentlich wohl die Catrice Setting Sprays, von daher durfte das einfach mal mit. Ja, ansonsten fand ich bei Sungasm von dieser Reihe die Bronzer jetzt nicht so ultra ansprechend. Dann gab es noch irgendwie so Bronzer Pearls oder sowas, die fand ich auch nicht so ansprechend. Und den Highlighter fand ich einfach zu riesig, der war ja fast so groß wie mein Kopf, Leute. Nee, das hätte ich jetzt, nee, wollte ich nicht. Habe ich dann stehen lassen. Dann habe ich ein Produkt mitgenommen, was ich in diesem Video tatsächlich unter anderem verlosen möchte. Und zwar ist es von Riva Loves Me, der Pastel Breeze Bronzer. Das ist dieser hier. Den habe ich mir selber auch schon geholt. Das ist ja ähnlich wie der Bronzer aus der Tropical Heat Limited Edition, war das, glaube ich. Oder so? Nee, Superfoods Limited Edition, genau. Genau, der ist nur ein bisschen dunkler, glaube ich. Ich habe beide da. Ich habe die beide schon mal nebeneinander geswatcht, als ich mir den das erste Mal geholt habe. Und in dem Rossmann, wo ich war, das ist ein paar Ortschaften weiter gewesen. Nicht da, wo ich normalerweise einkaufen gehe, sondern tatsächlich dort, wo auch der Action ist. Ja, in meinem Geburtsort tatsächlich, wo mein Papa und meine Großeltern auch wohnen. Und da, ja, gab es noch irre viele von dieser Limited Edition und der Rossmann war auch gefühlt komplett leer. Es war super creepy, dort einkaufen zu gehen, Leute. Aber gut, das hier, der hier wandert jetzt auf jeden Fall in diesem Video in die Verlosung. Da kommt aber noch ein bisschen was hinzu. Und dann habe ich mir noch ein bisschen was zu futtern geholt. Und zwar Genuss Plus, Fruchtschnitte, Dattelpflaume, Birne. Einfach mal so für zwischendurch. Wir sind jetzt hier hier zu Hause und sind im Urlaub. Da brauche ich ab und an, wenn ich im Garten bin oder wenn ich hier im Haus was mache oder so. Ich bin viel am Rödeln oder wenn ich oben renoviere oder so, brauche ich zwischendurch einfach mal so einen kleinen Energiekick. Und deswegen habe ich hiervon einfach mal zwei Stück geholt. Mein Freund isst die jetzt nicht so ultra gerne, aber vielleicht möchte er es ja doch mal probieren. Genau, aber auf jeden Fall für mich sonst mitgenommen, denn ich mache die ganz gerne. Und ich habe das oft, dass ich, wenn ich viel was mache und dann keine Ahnung, auch so über Kopf arbeitet, zum Beispiel so Unkrautzupfen oder so, dass man dann schwindelig wird. Es kann auch sein, also ich habe dann vielleicht auch ganz normal Frühstück, Mittag, Abendessen und so weiter gegessen. Trotzdem habe ich das einfach, dass man dann schnell schwindelig wird, gerade mit den Temperaturen und so weiter, bla bla. Claudi, hör auf zu reden. Dann brauche ich auf jeden Fall zwischendurch einfach mal was zu essen und da ist sowas 1A. Genau, dann habe ich mitgenommen in der Bio-Käsestangen, weil ich Käsestangen mag. Die sind mit Gouda und auch die kann man, ja, einfach mal so snacken. Das kann man sich einfach mal so zum Kaffee gönnen zum Beispiel. Wobei Käse zum Kaffee, ich weiß nicht, aber theoretisch kann man es.
Das ist der Grund gewesen, weswegen ich eigentlich in den Rossmann gegangen bin, und zwar Handschuhe, Einweghandschuhe. Die brauchen wir wirklich. Ich habe mir auch diese normalen gelben geholt, die man halt auch so mehrfach verwenden kann und so, ne, zum Bad reinigen oder so. Wir brauchen die aber trotzdem ab und an mal. Nicht nur für Semi-Hygiene, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, sondern auch, wenn wir, also mein Freund macht zum Beispiel Modellbau, wenn er da irgendwelche Sachen lackiert oder so, sind solche Handschuhe sehr, sehr wichtig. Oder wenn man irgendwas oben macht, wo man einfach mal sowas braucht, ne? Das ist, wo man sich jetzt nicht irgendwelche Handschuhe langfristig versauen möchte, dann kann man die einfach gut gebrauchen. Und ja, deswegen hab ich die mitgenommen. Die gab es auch in unterschiedlichen Farben. Ich fand das alles ein bisschen merkwürdig, aber letztendlich sind die doch weiß. Also das hier ist jetzt aus Latex mit Naturkautschuk. Es gab auch welche ohne Latex, aber wir haben da jetzt nicht so die Probleme mit. Aus nachwachsenden Rohstoffen, das fand ich auch nett. Einzeln entnehmbar und lebensmittelecht, 60 Stück, also für 30 Paar. Von Flink und Sauber, Größe M, weil wir haben beide Größe M. Gleich große Hände. Läuft. Dann habe ich etwas mitgenommen. Und das dürfte einige von euch interessieren, denn das hatte ich in meinem letzten Rossmann-Haul oder vorletzten Rossmann-Haul erzählt, dass ich das suchen wollen würde im Rossmann. Jetzt habe ich es gefunden. Ich habe das auch mittlerweile auf Instagram gepostet. Und zwar dieses Spray. Entschuldigung fürs Nase hochziehen, aber boah. Ich rede und rede und rede und rede. Und zwar wollte ich ein Kissenspray haben und ich hatte dieses Logo irgendwie im Kopf, also quasi schwarze weiße Schrift auf schwarzem Grund. Und ich kam bei uns direkt in den Rossmann rein, guckte nach rechts und habe das direkt vor den Duschgels gefunden. Da war eine große Wand, wo diese Marke vertreten ist. Die gibt es nicht online, soweit ich das gesehen habe. Die gibt es tatsächlich nur im Laden. Und das ist ja, The Spirit of Scandinavia Bett- und Körperspray. Da gibt es auch verschiedene andere Düfte. Da gab es leider nicht Lavendel. Nee, das habe ich nicht gefunden. Das sind jetzt skandinavische Wiesenblumen und das kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, das bei uns aufs Bett zu sprühen. Ich habe noch nicht dran gerochen, ich habe es mir nur vorgestellt. Und da unser Einrichtungsstil ja so ein bisschen dieses moderne Landhausstil ist, passt das auch irgendwie wiederum. Riecht angenehm blumig. Blumig frisch, würde ich mal so sagen. Ja, das wird auf jeden Fall, wenn mein This Works leer ist, auf unser Bett gesprüht. Ausgedehnte Wälder, wunderschöne Fjorde, farbenprächtige Blumenwiesen. Das Bett- und Körperspray lässt sie die atemberaubende Schönheit der unberührten Natur Skandinavien spüren. Der zarte, blumige Duft sorgt für Tiefenentspannung. Das Bett- und Körperspray mit Klatschmohn und Heidekrautextrakten sowie hautberuhigendem Panthenol verbessert das Feuchthaltevermögen ihrer Haut und pflegt sie samtig zart. Okay, wenn man das halt auch auf die Haut sprühen würde. So, das, ja, tue ich nicht. Dann habe ich etwas mitgenommen, apropos Nase hochziehen, Immunkur von Alma Pharma, oder wie heißt das? Alta Pharma, genau, Alta Pharma. Da ist eine 7-Tage Immunkur drin und ja, das sind einfach so Ampullen, also nicht, ja, also doch, Ampullen sind das schon, nimmt man dann jeden Tag eine. Das sind solche, die hole ich mir ab und an mal. Gerade wenn du halt so in diese Erkältungszeit kommst oder diese Übergangszeit hast, wo du jetzt so kurzärmlich trägst, aber es wird dann irgendwann frisch und du raffst das nicht, weil du irgendwie am Machen draußen bist und dann schwitzt du und dann kühlst du ab, dann kriegst du irgendwann Schnupfen. Will ich nicht haben, deswegen Immunkur. Da sind halt viele wichtige Vitamine mit drin und Beta-Glucane und hast du nicht gesehen, das ist alles sehr, sehr gesund. Mit Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen als Beitrag für eine normale Funktion des Immunsystems. Läuft. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt gönnen. So, dann habe ich etwas mitgenommen. Eigentlich wollte ich das Balea Duschöl holen, sprich das Balea Duschöl stand auf meiner Einkaufsliste, aber ich habe ja leider den Rossmann da gehabt und nicht den DM und ich wollte nicht extra deswegen zum DM fahren, was sinnfrei gewesen wäre. Deswegen habe ich das Duschöl von Isana mitgenommen und das wollte ich verwenden, um eben meinen Beautyblender oder meine Beauty-Schwämmchen generell zu reinigen. Ich habe hier noch einen ganzen Karton stehen mit so vielen ungewaschenen Pinseln, Leute, ich muss morgen echt ran. Ja, 56% natürliche Öle ohne Mikroplastik, Tüdelü, das soll ja auch so gut sein. Eigentlich soll das von Balea besser sein, aber ich habe jetzt das von Isana einfach mal mitgenommen. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich das auch super, weil ich den Vergleich nicht habe. Dann habe ich etwas mitgenommen, was ich halt immer mal wieder brauche. Und zwar von Facel die Slip-Einlagen String and Slip in White. Ja, ich trage mal so und da sind Blumis drauf. Blumis sind schön. Auch wenn man die Blumis bei uns nicht wirklich sieht. Trocken und diskret für jeden Tag. Ich brauche da einfach tatsächlich täglich einige von. Ich kann nicht ohne, ich brauche sie. Deswegen benutze ich sie.
Alterra hatte auch tatsächlich eine Limited Edition da stehen, was ich super interessant fand. Ich habe, glaube ich, noch nie von Alterra eine Limited Edition probiert. Da habe ich einmal Honigzauber Nagelpflegekur mit Bio-Honig. Das fand ich interessant, denn ich benutze ja Nagelöl und Nagelpflegeprodukte. Vor allem abends vorm zu Bett gehen benutze ich jeden Abend ein Nagelöl für die Füße. Und manchmal mache ich das auch auf die Finger drauf, natürlich auch wenn ich Nagellack drauf habe. Bin ich tiefenentspannt, weil ich denke, irgendwie wird das schon durchdringen und wenn es nur die Nagelhaut pflegt, ist egal. Aber gerade in der aktuellen Zeit ist alles ein bisschen strapazierter, deswegen kann man das ganz gut gebrauchen. Das ist jetzt tatsächlich auch etwas weiß, also es sieht sehr, sehr merkwürdig aus, ein bisschen wie Wandfarbe. Wahrscheinlich habe ich den Vergleich wegen oben gerade, keine Ahnung. Und da bin ich gespannt. Ja. Mit Biohonig pflegt ihre Nägel und Nagelhaut intensiv, tragen sie die Nagelpflegekur täglich auf ihre Nägel und Nagelhaut auf. Massieren sie die Kur ein und lassen sie sie einwirken. So mache ich das auch immer. So muss man das auch machen, genau. Und spannend, spannend, BB-Cream. Ich hätte sie nicht gebraucht, Leute, aber BB-Cream fand ich einfach super witzig. Passt sich angeblich jedem Hautton an. Ich meine, das versprechen ja so viele Produkte. Und so viele Produkte funktionieren einfach nicht in meinem Gesicht, weil ich ein sehr, sehr helles Gesicht habe. Das wollte ich ausprobieren. Da bin ich super gespannt drauf. Und es war halt auch da in diesem Aufsteller, das sah charmant aus. Und das wollte ich einfach mal angucken. Und mit Honig. Honig ist ja auch pflegend, ne? Oh, das ist ziemlich dick. Riecht auch nach Honig. Cool. So ein bisschen nach Propolis. Propolis ist etwas, was ich mir auf alles Mögliche drauf mache, ne? Das ist echt so, keine Ahnung, was ganz, ganz Gesundes. Und das mache ich mir jetzt hier auf meinen Handrücken. Das heißt, es müsste sich ja irgendwie anpassen, vielleicht. Oh, das ist echt fest. Mhm. Sehr leichte Deckkraft, aber es passt sich an. Weil es einfach verschwindet. Keine Ahnung, ich muss es einfach mal im Gesicht testen. Riecht wirklich geil nach Honig. Oh, das gefällt mir. Fühlt sich auch pflegend an. Cool. Krümmelt nicht, das ist schon mal positiv. Mit Biohonig sorgt für mit ihrer leichten Deckkraft und für ein natürliches Ergebnis, glättet optisch feine Linien und spendet dabei Feuchtigkeit. Ja, geil. Mit Aloe Vera? Nee. Echt? Nee. Nee, das habe ich nur falsch gelesen. Das ist Aqua, nicht Aloe Vera. Claudia, setz deine Brille auf, dann siehst du auch mal was. Hm? Dann hat mein Freund tatsächlich bald Geburtstag. Ich weiß nicht, oder er hatte Geburtstag, wenn ihr das Video seht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Bei meinem Geburtstag habe ich bemerkt, dass wir leider keine Geburtstagsservietten haben. Genau, und jetzt wollte ich wenigstens so ein bisschen Stimmung hier machen. Ich weiß nicht. Und ja, Happy Birthday habe ich mitgenommen. Wird er sich hoffentlich drüber freuen, auch wenn er 33 wird und das Luftballons sind und das Muster etwas kindlich ist. Keine Ahnung, ich fand das süß. Komm, Geburtstag, da darf das sein. So, noch mehr Riegel habe ich mitgenommen für die kleine Power zwischendurch. Und zwar von Genuss Plus die Molke-Riegel. Cookies and Cream Geschmack. Das fand ich cool. Ich mag Cookies and Cream total gerne. Das ist so Keksteig-mäßig, ne? Ja, das wird eine Wonne, wird das. Weitere Servietten für generelle Anlässe. Einfach so rot-weiß karierte. Nichts Spektakuläres habe ich auch einfach mitgenommen. Ich glaube, die waren sogar im Angebot. Ja. Dann, ja, habe ich letztens geholt und hat mir richtig gut geschmeckt. Und es ist schon fast auf. Ich bin echt ein Fresser, was das angeht. Von In der Bio die Milchschokocreme. Eigentlich, weil es halt eine Kindheitserinnerung war, hatte ich das letzte Mal mitbestellt. Und weil ich das so witzig fand, jetzt habe ich das einfach nochmal mitbestellt. Also mitgekauft im Laden, weil hat mich angelächelt und meint, es ist ja schon fast leer. Und es schmeckt echt gut. Ja, hat mir gut geschmeckt. Deswegen darf das mit. Dann hatte ich Geburtstag und dann hatte meine App mir angezeigt, dass ich etwas gratis bekomme. Und zwar das Shampoo Frucht und Vitamin Vitalitätsformel ohne Silikone mit Orange und Sanddorn. Eigentlich null mein Duft. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich selber verwenden werde oder ob ich das demnächst mal... Ja, ich glaube, die liebe Vanessa, Mrs. Rosaroth wird das von mir bekommen, weil wir machen demnächst noch so ein kleines Trash-Paket oder ein altes Schätze suchen, ein neues Zuhause-Paket und da werde ich das mit beipacken, weil sie liebt Orange. Und warum soll ich ihr das... Ja, wahrscheinlich... Ohne Silikone. Ach, wahrscheinlich, weil sie Curly Girl ist und das nicht nehmen darf. Ich frage sie mal, ob die das haben darf, weil hier steht ohne Silikone drauf. Ich fotografiere hier hinten mal ab, was das alles so drin hat. Und dann frage ich sie mal, ob sie das verträgt, ob sie das nehmen darf. Ich weiß das nicht, weil ich weiß, dass sie Orange mag. Und notfalls kann sie das ja als Duschgel verwenden. Hm? Ja, das riecht halt wirklich nach Orange, ne? Ich glaube, Vanessa, das wäre was für dich, oder? Ich weiß es nicht. Ansonsten wird es irgendwo ein neues Zuhause finden und irgendwen kriege ich schon damit glücklich gemacht. Dann habe ich noch ein paar,
Karten mitgenommen, weil wenn ich Verlosungspakete packe, dann packe ich auch immer Karten mit dabei. Und wenn ich Tauschpakete mache, dann packe ich immer Karten mit dabei und. Und da zeige ich euch einfach mal, welche Karten ich so mitgenommen habe. Halt einige so mit Danke, weil wenn ihr was gewinnt, dann kriegt ihr auch von mir ein Dankeschön, dass ihr da seid. Da auch. Das ist auch schön, ne? Mit diesem, das Herz mag ich einfach so gerne, weil das so, ja, dieser Landhausstil ist und das mag ich ja ganz gerne. Dann in verschiedenen Sprachen mit einem Vogel. Denn ich mag die Natur und ich mag es auch ein bisschen verspielter. Ein Herzchen, weil ein Danke kommt immer von Herzen. Das ist immer so cool, wenn die da diese Aufsteller haben, ne? Dann Blumis und ein Vogel. Blumis finde ich großartig, ich liebe Blumen. Und das hier ist für ein Tauschpaket, was ich demnächst geplant habe. Das passt einfach, ich sage jetzt einfach mal farblich passt. Genau, da haben wir nämlich was geplant. So, dann habe ich nochmal mitgenommen. Nochmal habe ich mir mitgenommen. Ach so, es war aktuell 25% auf alle Lidschattenpaletten, Mascaras und noch irgendwas. Keine Ahnung, auf fast alle Augensachen und so. Und da habe ich mir von Riva Loves Me die Into the Jungle Lidschattenpalette mitgenommen. Das ist diese hier. Und ja, die fand ich super interessant. Die wollte ich auch demnächst für ein Video verwenden, was ich plane. Deswegen kommt das ganz gut. Und da habe ich dann im Prinzip ja nur, weiß ich nicht. Also die kostet ja normalerweise nur 4,99 und dann nochmal 25% weniger. Das ist ja der Wahnsinn, der Tüte, 4 Euro oder sowas für bezahlt, ne? Ja, ein bisschen mehr als 4 Euro. Aber 4,25, weiß ich nicht. Kopfrechnen ist nicht so mein Ding. Ja, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen, weil das fand ich cool. Dann habe ich hier noch die Revolution, Make-up Revolution London Shadow Palette mitgenommen. Das ist diese hier, das ist die Dekadent Palette. Und die möchte ich wirklich gerne in diesem Video verlosen. Die war zum einen reduziert und hatte dann ja nochmal diese 25%. Und ich habe mir die Farben angeguckt und die haben mich angesprochen. Das ist ein schönes Design, hochwertig in diesem Metalldesign. Das sind schöne Lidschatten. Ich verlinke euch die in die Infobox mal rein, dann könnt ihr reingucken. Aber weil die in diesem Video verlost wird, lasse ich sie zu. Das heißt, ich verlose in diesem Video diese Revolution-Palette zusammen mit dem Pastel Breeze Bronzer. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne vorbei. So, dann habe ich noch mehr mitgenommen. Und zwar für demnächst einfach mal so zum Verschenken oder zum Verlosen, ich weiß es noch nicht genau, von Tee bei TT Sept. Hallo Lieblingsdusche. Das sind einfach so drei verschiedene Duschen, die hier mit drin sind. Und ja, das fand ich ganz schön. Das war halt auch reduziert und deswegen durfte das auch mit. Ich finde es immer so hübsch, was da halt auch draufsteht. Ne? Hallo Glückstag, hallo Happiness und hallo Schönheit. Das ist, ach Mensch, auch ein schönes Geschenkset und das ist so freundlich. Freundliche Sachen dürfen gerne mit. Und dann habe ich noch mitgenommen ein Set. Es ist ein Reiseset. Das werde ich auch demnächst mal im Sommer oder so verlosen. Da sind halt, ja, das ist ein Rossmann-Reiseset. Und das ist gefüllt mit verschiedenen Utensilien. Natürlich, wir können aktuell nicht wirklich reisen, aber auch wenn wir zu Hause sind, können wir solche Produkte gut gebrauchen. Also wir können eine Sonnencreme gut gebrauchen, wir können ja, eine Reise unterwegs hier so Saubermachkram für die Wäsche nicht unbedingt, aber es ist halt einfach mit drin. Wir können so eine Tasche gut gebrauchen, wir können eine After-Sun-Lotion gut gebrauchen, ein Insektenspray sowieso habe ich bei mir immer in der Tasche, wenn ich mit Sammy spazieren gehe, einmal einsprühen. Und das hier sind, glaube ich, so Desinfektionstücher. Safe, die können wir aktuell sehr gut gebrauchen. Ja, ne, das wird demnächst mal verlost. So, man muss ja auch ein bisschen vorsorgen und dann später denken. Es tut mir ein bisschen leid, wenn ich ein bisschen gehetzt rüberkomme. Aber es ist schon 21:45 abends. Und ich muss so langsam duschen, Leute. Zwei Sachen habe ich noch mitgenommen. Und zwar zwei verschiedene Strumpfhosen. Ich persönlich bin ein Fan von Röcken und Kleidern. Ich liebe Röcke und Kleider. Aber wenn ich zur Arbeit gehe, dann habe ich am liebsten noch irgendwie eine Strumpfhose an, weil ich dann mich einfach angezogener fühle. Auch wenn die halt nicht blickdicht sind und wenn der Rock hochweht, dann könnte man theoretisch meinen Poppes sehen. Aber ich fühle mich immer noch irgendwie angezogener damit. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich bin da halt irgendwie, ich weiß es nicht. Klar, wenn es zu heiß wird, dann ziehe ich mir irgendwann die Strumpfhose aus, aber so fürs Gefühl oder wenn es morgens halt noch frisch ist, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe beide in der Größe M40-42 mitgenommen, beide in der Farbe Make-up. Das hier ist die günstigere Variante, die einfach nur formaktiv ist, die quasi deine Beine formaktiv hält. Keine Ahnung, was genau das bedeutet, aber ne, graduelle Kompression, keine Ahnung, finde ich eigentlich merkwürdig, aber gut. 40 denen haben auch beide. Ja, Under to Wear sind auch beide. Und das hier ist eine formende Strumpfhose. Die war dann ein bisschen teurer, aber ich glaube, die ist einfach höher vom Bund und die macht dir den Poppes noch irgendwie höher. Ich weiß nicht, mein Poppes hängt nicht, aber
Ich weiß nicht. Shapewear. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, wo da der Unterschied ist, aber ich ziehe die einfach beide an und ich habe mir gedacht, komm, nimm sie einfach beide mit, weil ich bin Zwilling und ich kann mich nicht entscheiden. Ja, freak. Gut, das war mein kleiner, aber feiner Rossmann-Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!